Guten Morgen, liebe Elsa. Guten Morgen. Guck mal, die Gräben sind voll Wasser. Guck mal da unten, das ist alles voll. Guck mal. Ja, an allen vier Ecken, wo wir sind, sind die Gräben voll Wasser. Ja, laufen. Ja. Kommst du mal mit? Komm. Komm, komm, ja, so, wartet mal. So, ich hole euch mal ran. Guten Morgen. Hier ist die Sieglinde sorglos. Ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute haben wir einen Samstag, den ersten Samstag im Februar 2024. Ja, immer wieder mit Hund Elsa unterwegs. Und ja, was haben wir? Ich habe gar nicht auf den Thermometer geguckt von meinem Fahrzeug, ich glaube 5 Grad, 7 Grad, 7 Grad haben wir bestimmt. Leichter Wind, minimaler Nieselregen. Nieselregen. Elsa! Kommst du mal? Wo ist die Elsa denn? Ich schicke euch schon mal die Elsa auf den Bildschirm. Wartet mal. Elsa, komm! Komm, du schaffst das! Na komm! Komm! Langsam! Na komm! Elsa! Elsa! Kommst du mal hin? Hier! Komm! Hier! Hopp, hopp! Komm! Hopp! Ah! Guck mal, habt ihr das gesehen? Das war doch schon athletisch, oder? Oh! Ja, ich freue mich gerade sehr, dass unser Hund wieder ziemlich genesen ist. Der hat ja eine schwere OP gehabt, war ja fast gestorben. Der hat ja eine Gebärmutterentzündung gehabt. Habe ich euch aber alles schon mal erzählt, die meinen Kanal ein bisschen verfolgen. Ja. Und, da freuen wir uns halt drüber. Es war sehr kostspielig, aber es hat sich wenigstens gelohnt. Wenn der Hund noch ein paar Jahre leben sollte, er ist jetzt 12, dann sind wir glücklich und zufrieden, weil das ist wirklich für uns ein Familienmitglied über die Jahre geworden oder von Anfang an eigentlich. Uns sind die Tiere Familienmitglieder. Ja, ist halt so. Ja, heute mal gucken, was heute anläuft. Frühstücken, noch ein paar andere Sachen. Verändern sich so ein paar Kleinigkeiten bei mir im Leben. Das erzähle ich euch demnächst. Mal wieder was von, was im Leben, ja, kleine Sachen, was meine Freizeit betrifft, meiner Tätigkeit, die ich so nebenbei so ein bisschen nachgehe. Da schauen wir mal, hat sich da ein bisschen was verändert, kann man nichts machen. So ist das Leben. Manche Menschen sind knallhart, manche sind ein bisschen einfühlsamer. Ne? Gucken wir mal, wie alles weiterläuft, werden wir sehen. Ne? Man kann oder lernt aber im Leben immer nur dazu, so ist das auch bei mir. Ich hab auch wieder, bin auch wieder dazu am Lernen. Und man ist manchmal einfach nur enttäuscht über gewisse Sachen. Aber man darf den Kopf nicht hängen lassen. Wenn es zu überleben ist, dann ist nicht ganz so schlimm. Aber naja, da kommen wir vielleicht nächstes Mal drauf zu sprechen. So, ich würde jetzt sagen, alle, die mich länger nicht gesehen haben, auch so im, ich sag, persönlichen Bereich jetzt mal besonders. Ich hoffe, da wird ja nichts besser, wenn das Wetter besser wird, dass man sich ein bisschen häufiger sieht. Elsa! Komm, 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 komm. Jetzt guckt mal, wie fit die ist. Vielleicht auch nochmal zeigen. Guckt euch das an. Guckt mal, da ist die. Guckt mal. So. Jawohl. So, sorry, dass ich so viel über den Hund quatsche und rede. Aber es wird schon noch andere Videos geben. Ist kein Wetter dazu. Ich könnte versuchen, den Baum zu steigen und auch andere verrückte Sachen machen. Werde ich schon noch machen. Wird schon noch kommen. Ne? Letztes Mal war ich ja mit dem Schiff unterwegs oder mit einem kleinen Boot. Ich wollte ans Meer mir gewisse Teile bestellen, holen, weil der Versand letzte Zeit so lange dauert, wisst ihr ja. Da habe ich das Wasser, das Meer gesucht. Ja, aber glaubt mir eins, das Härteste ist ja eigentlich auf der Kamera nicht drauf. Das sind so zwei Begegnungen, die ich hatte. Doch eine Begegnung ist da, die seht ihr von Weitem, wo ich ja für die Hochsee ausgerüstet war. Von Schwimmreifen, mit Paddeln, alles was ich dabei hatte. Da waren zwei Leute, die mir entgegenkamen und die mich angeguckt haben. Die eine könnt ihr nicht sehen, dass ich auf der Kamera drauf und den anderen Wagen, den könnt ihr sehen in weiter Ferne in meinem Video. Das war schon extrem, das hätte man filmen müssen, aber gut, ist nicht drauf, soll auch nicht so sein. So, jetzt hören wir mal auf. Habt einen schönen Sonntag, habt ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich morgen irgendwas mache, ein Filmchen mache oder so. Und passt alle auf euch auf
und lasst euch von niemandem ärgern. Es gibt immer eine Lösung, muss immer eine Lösung geben. Immer gucken, dass ihr weiterkommt. Und wenn nicht, sprecht mit irgendjemand. Es gibt immer Menschen, der einem vielleicht zuhört. Und braucht keiner so tun oder so sagen, oh, was redet der für Müll. Ja, irgendwann, wenn einer mal in so eine Scheißsituation kommt, dann sagt er vielleicht, ja, die Sieglinde, ja, ja, oder der hat das schon mal gehabt. Er weiß, was ich meine. Immer weitermachen. Immer weitermachen. Wir müssen weitermachen. Irgendwie. Okay. Bis dann. Tschüss.